Am Mittwoch geht es weiter mit Eishockey hier hinter der Postfinance Arena, das drittletzte Quali-Spiel SC Bern gegen HC Davos. Und heute ein spezieller Tag, weil die Mannschaft trainiert für einmal nicht drinnen, sondern hier draussen in der Kälte. Der SCB draussen trainieren, was ist los? Ja, der Coach hat uns gefragt, ob wir so eine Art Winterklassik machen wollen. Und wir haben sofort ja gesagt. Es ist das perfekte Wetter, leichter Schneefall und sehr kalt. Und es hat mir sehr gefallen. Wieder so, wie ich früher mal angefangen habe. Und wer hat gewonnen bei diesen Winterklassics? Schwarz, ganz knapp, aber es hat doch nachher für einen Sieg gelangt. Der Wille Pelton, der Assistenztrainer, war auch dabei. Wie ist es zu dem gekommen? Das weiss ich auch nicht genau. Das haben wir erst heute Morgen erfahren, als er auf der Aufstellung getroffen war. Und es hat Spass gemacht, ihm zuzuschauen. Ich habe als Spieler auch selber auch noch gegen ihn gespielt und hat immer noch den einen oder anderen Trick auf Lager. Jetzt zwei Wochen Olympia-Pause. Wie habt ihr die verbracht im Team? Wie ist es gegangen? Ja, wir haben Support bekommen von der Elite Junior und mein Sportslead Guys. Die haben einen sehr guten Job gemacht. Wir haben den Rhythmus behalten, glaube ich. Gestern hat sich schon ein bisschen bewiesen gegen die Tschechen. Aber nein, jetzt freuen wir uns auf die Rückkehr von unseren anderen Mitspielern. Drei Quali-Spiele sind auf dem Programm, Mittwoch gegen HCD. Wie gehen wir die drei Quali-Spiele jetzt noch? Auf was kommt es drauf an? Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt wirklich noch einmal unser Spiel wieder spielen können. Das ist eigentlich ein wichtiges Spiel für uns, gerade vor den Playoffs. Darum, ja, ich glaube, wir freuen uns wieder, ein bisschen Meisterschaft wieder zurückzukommen.